Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Keep Moving. Mein Name ist Mirko Lorenz und wenn du wissen willst, was du für deine Gesundheit tun kannst, für deine Entspannung und vor allem für deine Lebenskraft, dann bleib bitte unbedingt dran und schau das Video. Ja, willkommen zurück hier im wunderbaren Grunewald von Berlin, die grüne Oase der Stadt. Heute zeige ich dir, wie du mehr Energie bekommen kannst, was du für deine Gesundheit tun kannst, wie du dein Immunsystem stärken kannst und das alles wieder mit einem kleinen Übungsset in dieser wunderbaren Umgebung mitten in der Natur. Energie ist ein wichtiges Thema. Die Chinesen in ihrer Tradition von Tai Chi und von Qigong sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Energie zu generieren. Das eine ist, du bekommst von deinen Eltern mit der Geburt so eine Art Starter-Guthaben mit auf den Weg. Das ist wie so eine Prepaid-Karte, wo du einfach so ein Guthaben an Lebenskraft hast. Ja, das nennt man vorgeburtliches Qi. Dann hast du über die Ernährung die Chance, Energie aufzunehmen. Ja, weiß jeder. Und über die Atmung natürlich. Ich möchte dich einladen, eben diese Umgebung zu nutzen, um automatisch schon entspannter und ruhiger zu werden, sodass die Energieaufnahme durch das Üben, durch das Training viel besser vonstatten gehen kann. Natürliche Umgebung ist total wichtig und wir werden das heute für unsere Bewegung nutzen. Ich biete da übrigens auch immer Seminare an, die wir im Wald machen. Das ist dann so eine Art asiatisches Waldbaden, aber eben mit Tai Chi und Qigong Elemente. Und genau das möchte ich mit euch heute machen. Wir werden ein paar statische Übungen machen, also erstmal, wo wir über die Körperhaltung gehen, ja, dass wir auch über die Haltung uns entspannen lernen. Dann werden wir unsere Tai Chi Schritte, die kennt ihr ja schon alle, da gibt es auch schon einige Videos, empfehle ich auch gerade wieder hier. Und dann werden wir noch etwas für die Atmung machen und das Ganze wieder beenden und dann hast du ein schönes rundes Übungsset und wenn du das dann regelmäßig in einer schönen Umgebung machst, im Park oder besser natürlich noch in einem kleinen Wald, dann hast du einen richtig guten Nutzen für deine Gesundheit, für dein Immunsystem, aber auch für deine Lebenskraft. Okay, lass uns einfach anfangen. Wir gehen noch ein bisschen nach hinten, weil wir auch im zweiten Teil paar Schritte üben wollen. Deshalb brauchen wir ein bisschen mehr Platz. Also lasst uns noch ein bisschen mehr nach drinnen gehen. Kommt einfach mit. So, wir beginnen mit unserem Übungsset. Zuallererst möchte ich mit euch eine Übung machen, die nennt sich das Qi-Wecken. Wir wecken sozusagen die Lebenskraft und achten in erster Linie erstmal auf unsere äußere Haltung. Entspannen uns in dieser äußeren Haltung und gehen dann in die Bewegung, das Qi-Wecken. Also du brauchst erstmal gar nicht so viel Platz. Stehst aufrecht, ganz entspannt. Kommst im Körper an und gehst in unseren schulterbreiten Stand, die Füße wieder parallel. Die Knie leicht gebeugt, Oberkörper schön aufrecht. So. Und du versuchst jetzt den Schwerpunkt ein bisschen nach unten sinken zu lassen. Oberkörper ist aufrecht, aber entspannt. Wichtig ist hierbei noch, dass du jetzt versuchst, den Blick schön weit zu halten. Also nicht fokussieren, nicht rumschauen, auch wenn es vielleicht spannend ist. Einfach, der Kopf ist gerade aufrecht und du hältst den Blick schön weit. Du nimmst die Natur wahr, du nimmst sehr viel wahr. Und diese Fülle an Informationen, die in dem Moment auf dich einprasseln, einströmen, die sorgen dafür, dass es dem Geist zu viel wird und du dadurch einfach ruhiger wirst. Ja, der Verstand nimmt sich ein bisschen zurück. Diese Stimme des Verstandes, die wird so ein bisschen runtergefahren.
und du kannst dich besser entspannen, kommst mehr zur Ruhe. Also, kannst ein paar Minütchen in dieser Position bleiben. Die Atmung kannst du tief in den Bauch hinunterströmen lassen. Wenn du möchtest, kannst du generell erstmal ein bisschen durchatmen, durchpusten. Und dann starten wir, wecken die Lebenskraft, das Qi. Die Atmung koppelst du gerne jetzt mit der Bewegung einatmen. Ausatmen, wenn die Arme sich senken. Einatmen und ausatmen. Noch einmal. Und dann hast du etwas für die Haltung, für die Entspannung getan und die Lebenskraft geweckt. Die Arme kannst du gerne auf dieser Position halten. Wir gehen jetzt in unsere Tai Chi Vorwärtsschritte. Dafür koppelst du auch die Atmung und die Bewegung. Der Blick bleibt immer noch schön weit. Du öffnest nochmal deine Sinne für die Umgebung, für die Geräusche. Lässt nochmal die Augenbrauen auseinanderfließen. Lässt wieder langsam von innen heraus ein Lächeln aufsteigen, sich so langsam, so unmerklich im Gesicht verteilt. Und dann beginnst du, setzt wieder die Tai-Chi-Schritte. Ganz langsam, du fühlst den Boden unter deinen Füßen und nimmst jetzt die Atmung mit dazu. Einatmen bis zu dem Moment, wo die Ferse aufsetzt. Ausatmen. Wieder einatmen. Und ausatmen. Wieder einatmen. Und ausatmen. Mach einfach ein paar Schritte. Bestimme für dich selbst die Distanz, ja, die du zurücklegen möchtest. Du kannst es gerne über 500 Meter machen. Wir kürzen das hier immer so ein bisschen ab. Wir machen nur ein paar Schritte. Ich möchte dir ja nur einen kleinen Impuls geben. Ich möchte ein paar Anregungen setzen. Und dann gehen wir schon in die nächste Übung. Und die wird nochmal statischer. Und zwar atmen wir noch mal richtig tief ein, bleiben in dieser Position, ja, die Knie noch mal leicht gebeugt wie am Anfang und arbeiten jetzt noch mal ganz intensiv mit der Atmung. Lassen die Arme mit dem Einatmen langsam nach oben steigen und ausatmen seitlich nach unten. Ziehst die Atmung aus dem Unterbauch, gefühlt bis hoch zum Scheitelpunkt und wieder ausatmen. Ein letztes Mal, auch hier kürzen wir das Ganze wieder etwas ab. Dir sind natürlich da keine Grenzen gesetzt. Okay, wir schließen die Übung jetzt ab. Die Hände liegen wieder auf deinem Zentrum.
nochmal richtig ausatmen. Auch hier kannst du dir mehr Zeit nehmen. Kannst nochmal ganz intensiv in die natürliche Umgebung eintauchen, in den Wald mit allen Sinnen eintauchen. Nochmal tief durchatmen. Und dann setzen wir den Fuß wieder ran. Und das soll schon für heute gewesen sein. Du hast von mir ein kleines Sammelsurium an Übungen bekommen, die jetzt dir helfen, einerseits in der richtigen Haltung zu entspannen, das Qi, die Lebenskraft, zu wecken, dann diese Lebenskraft in Bewegung zu setzen, ja, durch unsere Schritte, dann diese Lebenskraft mit der Atmung noch zu kanalisieren und am Schluss dich wieder zu sammeln. Das reicht aus, um dir Entspannung, Vitalität und mehr von dieser Lebenskraft zu geben. Wie viel du das machst, ist natürlich dir überlassen. Ich empfehle eigentlich entweder 3 oder 9 Minuten jede Übung. Also 3 Minuten das Qi wecken, 3 Minuten die Schritte, 3 Minuten die Lebenskraft zu kanalisieren. Ja, von Zentrum bis zum Scheitelpunkt nach oben zu ziehen. Du kannst das natürlich auch jeweils 9 Minuten machen, okay? Vor allem täglich. Und wenn du zu dem Training Fragen hast, dann bitte ich dich, schreib mir eine E-Mail, kontaktiere mich auf YouTube und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Okay, ich genieße diese wunderbare Umgebung noch ein bisschen, diesen schönen Herbsttag, und werde noch ein bisschen hier meinen Waldspaziergang fortsetzen. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.